Alter! Komm, rein mit dir in die Ecke! Ich hab da oben gekämpft! Oberen sind meine. Welcher Mülltonne? An der. Wo ist die Mülltonne? Ich muss vor dir stehen und bist größer. Yeah.
Freude. Yeah.
dass wir rauskommen und eure Gesichter noch sehen können, dass wir sehen können, was ihr für einen Spaß habt und wenn wir dann verfolgen, wie ihr euch da unten gegenseitig hochzieht, wenn ihr auf die Fresse fallt oder so, das ist für uns immer wieder das Allerbeste und da geht der Spaß für uns richtig los. Vielen Dank. Verloren.
Ich weiß nicht, warum wir da so lange dran vorbeigelaufen sind. Wahrscheinlich Lagerfeuer und Jungschar gestört. Immer schön verdrängt, aber heutzutage trifft dieser Song irgendwie jeden Tag mehr auf uns zu. Hannes Wahler hat das Ding geschrieben. Yeah! Das ist für Christian. Wir spielen Body und
Seelen mit. Diesen Schicksal zu erkennen.
oder? Ich meine, ich muss mal ganz klar sagen, das ist ein komisches Gefühl, jeden Abend rauszugehen und zu wissen, 90% der Leute singen die Lieder besser als man selber, ja? Aber hier ist ein Kandidat, der strengt sich besonders an. Komm, aber auf die Zeit haben wir, oder? Es gibt natürlich immer jede Menge Kohle, die einfach nur den Mund auf und zu machen und sagt, das. Wie ist dein Name? Ich bin Babu, ich bin aus Amiland. Okay, ey. Babu aus Amiland! Hast du gepackt? Ja, wir werden schon hinkriegen, oder? Du hast die ganze Zeit gewartet? Okay, dann let's go. Ich sing dich ein und du legst los, okay? Gut. Alles wunderschön, wir fühlen uns alle.
Vielen Dank dafür und das ist für alle Mitarbeiter eben, die jeden Abend da stehen und sich einsetzen für ihre Sache. Das heißt Europa, es geht so. Thank you.
Das finde ich immer absolut großartig, wie unsere befreundeten Bands unsere Gäste immer empfangen. Und viele von euch wissen, dass wir immer daran interessiert sind, euch neue Sachen vorzustellen, irgendwelche Talente. Wir sind gerade vor 2-3 Wochen in Berlin so einer Band begegnet, jung und frisch, absolute Cracks. Und wenn die sich nicht irgendwann mal vom Showbusiness total versauen lassen, dann kann daraus eine richtig große Sache werden. Wir haben ein Lied von denen jetzt mitgebracht, haben uns die Griffe im Proberaum abgeguckt. Gebt der Sache mal eine Chance, das heißt, schrei nach Liebe!
Ich schreie jetzt einfach irgendwas und ihr ruft hinterher, okay? Und du mit dem Akkordeon, du versuchst die Scheiße zu begleiten, aber nicht? Ja, gut. Dieses hier ist eine romantische kleine Weise über eine Straßenschlacht in Berlin Anfang der 80er Jahre. Es geht folgendermaßen, wir singen direkt volle Kanne mit, okay? Direkt alles geben, ohne Scheiße jetzt hier. Komm, Elio!
Wenn ihr euch setzt, setze ich mich natürlich auch hin. Wir einigen uns jetzt. Wir setzen uns alle, oder? Dani, hört mal zu. Setzt. Dani aus Kiste sagt, setzen, Leute. Also, setzen uns alle hin. Alle, auf die Pose natürlich. Die Gebrechlichen und die Rentner. Und den Herrn Oberbürgermeister. Wenn du mit dir am Ende bist und du einfach nicht weiter willst, weil du dich nur noch fragst, warum willst du und was dein Leben aufbringen soll. Halt durch, auch wenn du bist halt durch, willst nicht nach dem Sinn, halt durch. Irgendwann, wir bleiben unten, stehen, unten bleiben. Es ist nun einmal so gehen. Und wenn ein Sturm dich in die Knie zwingt, halt dein Gesicht einfach in den Wind. Egal wie dunkel die Wolken über dir sind, sie werden dir.
Es kommt die Zeit, oh, in der das
Thank you.
Über diese Leute, die mit den eckigen Büsschen durch diese Gegend fahren, mit diesem Pickel.
Schweine auf, Leute. Diese Leute, die kommen immer und klingeln ganz harmlos an der Tür. Und irgendwann ist es soweit. Du selbst bist nicht da. Und dann geht die Scheiße los mit dem Bufflossbad! Wir würden uns gerne heute Abend bei diesem Jungen bedanken. Er hat die Zeilen aufgeschrieben von dem Lied, das heißt Alles aus Liebe. Das geht so. Yeah.
Sonnenbrecher. Das ist natürlich eine geile Aktion. Und 1979 war wir das erste Mal hier mit ZK in der Markthalle. Haben schnell kapiert, dass die Sache mit dem Altbier hier eher ein langfristiges Projekt ist. Das kann man nicht in 2, 3 Jahren hier reinimpfen, sondern wir arbeiten aber die nächsten 100 Jahre dran und dann seid ihr auch so weit. Aber wir sind immer schon für einen kulturellen Austausch gewesen. Und was uns Norddeutschland im Fußball nicht geben konnte, das haben wir halt getränkemäßig wieder reingeholt. Eine unserer frühen Philosophien von Schäckigelow, Kühl von Holz kreiert. Ein Lied, das heißt Eisgekühlter Bommerlunder, das gehört irgendwie hier. Thank you.
Führer zu euch kaum bestellen in Deutschland, es sei denn, man hat gute Freunde. Also rufen wir an in Berlin, die Jungs von Rammstein. Wie sieht's aus? Habt ihr noch von der letzten Tour was übrig? Und wisst ihr was? Wir haben gefragt, wo und wie. Wir haben gesagt, Hamburg. Dann haben sie gesagt, für Hamburg kriegt ihr unsere ganzen beschissenen Restbestände. Und sie haben uns 3 Lastwagen draufgeschickt. Ein Applaus! Oberbürgermeister gesagt, okay, Kompromiss, das ist auch eine Sache, die es für den DFB eine Leitlinie geben könnte, was man in Zukunft in Sachen Pyrotechnik alles abziehen kann. Er hat jedenfalls gesagt, die Hälfte von ihrem Scheiß dürft ihr heute anfangen und abfackeln. In diesem glorreichen Moment habe ich euch bitten, das Flugzeug auszumachen. Wir zählen die Scheiße gemeinsam an. 100! 99! 98!
Yeah.
Ja, du auch. Dankeschön, danke dir auch. Ich komme erst morgen wieder nach Hause, deswegen. Ich weiß nicht, ob ich noch stehe. Kannst du hoffen. Was macht man da? Ich war quatscht ein bisschen, wie es einem so geht. Und wir sind uns einig, das ist heute ein ganz, ganz großer Spaß. Wir werden lange an euch denken. Vielen Dank dafür. Das nächste Lied, das haben wir bei mir zu Hause auf der Ronsdorfer Straße geschrieben, in Flingern. Und weil es halt in meiner Wohnung war, haben wir keine elektrischen Verstärker gehabt, haben es akustisch probiert und auch immer so gelassen. Und hoffentlich machen wir euch damit eine Freude. Das heißt, draußen vor der Tür, es geht so. Ignoriert und kaum noch akzeptiert. In dieser Zeit, die für uns beide schwierig war, hast du erwartet und dich so verlass. Wir kamen ja lang überhaupt nicht klar. Ich wollte nie so sein wie du und wie du denkst. Und merke ich immer wieder, ähnlich ich dir bin. Zum Glück war es damals nicht zu spät. Wir haben uns verziehen, der Wind hat sich gedreht. Das ist alles so lange her, so unendlich weit weg. Doch es fällt mir nicht schwer, mich zu erinnern, wie es beim letzten Mal war. Ich weiß jetzt, dass es stimmt, dass es viele Feinde nur eine Vater gibt. Und heute, wo du weit weg bist, kann ich dich dann so viel besser sehen. So wie jetzt hab ich dich früher nie vermisst. Schritt für Schritt komm ich zu dir zurück. Oh!
Fußball vielleicht das Beste ist, was es gibt, weil es um so viel mehr geht als nur diesen blöden Ball. Und dafür kann man dem Liverpool FC ein Leben lang dankbar sein. Ladies and Gentlemen, eigentlich hat mich Liverpool dem HSV näher gebracht, weil Kevin Keegan damals rübergebracht wurde. Und das war eine Zeit, wo ich die Ergebnisse extrem intensiv mitgelesen habe und mitgefiebert habe. Ja? Ist mir einfach nur so eingefallen, Entschuldigung. Also Leute, kommt gut nach Hause. Ja? When you look